Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die neuen Mikrowex-Richter von Heumals, die Unterschiede zu der alten Serie und um das neue Zubehör und einmal die Erklärung, wie gehört was zusammen. Also bleibt dran, guckt euch das Video bis zum Schluss an und wir starten. Ja, bisher gab es die alten HM-Wechselrichter von Heumals. Meiner schon ein bisschen mitgenommen, so ein bisschen aus dem harten Testalltag. Hat den zerschrammt, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle für die Funktion. Die alten HM-Mikrowechselrichter von Heumals hatten alle einen Batterieanschluss. Das ist dieser Stecker hier. Den kennen viele von euch ziemlich gut. Da gab es auch Endkappen für, um das Daisy-Chaining, also das Durchreichen von verschiedenen Geräten, hier abzuschließen, dass da kein Wasser reinkommt. Und dann gab es Adapter mit Schuko oder was auch immer ihr brauchtet. Und das ist zukünftig nicht mehr so. Was ihr auch brauchtet, um direkt die ganzen Werte aus dem Wechselrichter auslesen zu können, war so eine DTU. Die gibt es in verschiedenen Versionen als DTU Light, DTU White. Das hier ist die W-Light. Dann gibt es noch die DTU Pro. Die haben alle unterschiedliche Komfortfunktionen, wie viele Geräte eingefügt werden können und so weiter. Das ist so hier die einfachste Variante. Und auch nicht jede DTU passt zu jedem Mikrowechselrichter. Und es ist immer so, ihr macht bei Heumals einen Account, dann eröffnet ihr eine Anlage oder erstellt eine Anlage und dann fügt ihr zuerst eine DTU hinzu. Die DTU ist der Datenempfänger, Data Transfer Unit, und dann zu der DTU hinzu fügt ihr einen Wechselrichter oder mehrere. Und dann könnt ihr ein paar Steueraufgaben machen, ihr könnt auf Modulebene Spannung, Strom, Leistung und so weiter sehen. Und das war allerdings für viele etwas umständlich, weil ihr zwei Geräte haben musstet. Dann musst ihr natürlich dieses Gerät eine gute WLAN-Verbindung haben. Die Kommunikation zwischen der WLAN, diesem WLAN-Stick und dem Wechselrichter ist per Zigbee-Protokoll, also ist ein proprietäres Zigbee-Protokoll. Ne, das war nicht so komfortabel, sage ich mal, aber hat funktioniert und funktioniert auch an großen Anlagen. Also diese alten Wechselrichter, die laufen jetzt aus, die werden nicht mehr produziert. Die DTUs gibt es aber weiter, das sage ich, erkläre ich dann noch. Speziell für Balkonkraftwerke hat Heumals jetzt eine Serie auf den Markt gebracht, die nennt sich HMS. Und dann kommt die Leistung, zum Beispiel hier, das ist ein 1000 Watt Wechselrichter und dann ein W. W bedeutet in dem Fall WLAN. Was ist da nun der große Unterschied? Ihr macht wie bisher eine ganz normale Anlage bei euch im Heumals-Portal und fügt dann die DTU hinzu, die in diesem Mikrowechselrichter schon integriert ist. Das heißt, pro DTU habt ihr jetzt nur noch einen Mikrowechselrichter. Ihr könnt aber mehrere DTUs in eine Anlage hinzufügen. Das heißt, ihr braucht kein extra Gerät mehr kaufen. Das ist der wesentliche Unterschied in der Serie. Ansonsten bleibt das ziemlich identisch. Die Geräte sind aber auch innen drin verändert worden. Man sieht das auch an dem Gehäuse. Das ist also deutlich mehr verrippt jetzt als die alten. Hat jetzt dieses Blech nicht mehr, sondern hat jetzt hier so einen Anguss. Es bleibt bei den Peitschen. Die finde ich eigentlich besser als feste Anschlüsse an der Seite, weil die Peitschen so ein bisschen flexibel sind. Und wenn feste MC4-Stecker an so einem Gehäuse sind, das ist immer ein bisschen fummelig, wenn die ein bisschen zu dicht aneinander sind. Also das hat auch Vorteile, diese Lösung. Ich finde das ganz gut. Und was hier auffällt, da ist ein anderer Stecker dran. Das ist jetzt kein Batteriestecker mehr. Also es ist auch noch von der Firma Battery. Ich halte das mal in die Kamera. Aber jetzt die Serie BC05. Warum haben die das geändert? Nur um diese ganze Serie drumherum gibt es ein neues Zubehörpaket. Es ist ja so, dass diese Geräte auch ohne WLAN zu bekommen sind. Und dann kann man mit einer normalen DTU Pro große Anlagen bauen. Also ganze Hausanlagen. Die 70%-Regelung ist ja weggefallen. Kann man aber auch in den Geräten einstellen. Ist auch nicht das Problem. Aber man kann eben große Anlagen damit auf Hausdächern bauen. Und dann immer einen Wechselrichter für zwei Module oder vier, je nachdem wie viele Eingänge die haben, benutzen und dann eben hinten nur noch Wechselstrom runterbringen in sein Haus, also in den Keller oder wo auch die Verteilung ist. Und das hat natürlich auch Vorteile. Also jedes Modul ist dann einzeln für sich mit dem Wechselrichter versorgt. Im Prinzip MPPT-Tracking auf Modulebene. Das hat natürlich schon Vorteile unter Umständen bei verschatteten Dächern. Für Leute, die das selber bauen, ist es deutlich einfacher. Also
man kann eben dann nur noch Wechselstrom runterführen. Es gibt einphasige und dreiphasige Geräte. Ich habe jetzt hier nur einphasig. Und dazu, zu diesem Stecker, muss es natürlich auch Zubehör geben. Zum einen für alle, die eine Balkonkraftwerkanlage bauen, hat man erstmal ein ganz normales Schuko-Steckeranschlusskabel, das eben hier einfach eingesteckt wird. So, das geht ziemlich stramm, da ist eben auch eine harte Gummidichtung drin. Und es gibt von der Firma Heumals auch so ein Trenn-Multi-Werkzeug. Da sieht man schon, da kann man eben hinten, wenn man die Stecker selber verschraubt, die Schraubverbindung richtig mit anziehen. Für die größeren Stecker gibt es das. Und zum Trennen ist hier eben auch ein Werkzeug mit bei. Falls man das wieder auseinander bekommen will, dann ist das super simpel. Also Balkonkraftwerk, einfach so ein Anschlusskabel. Es gibt die Stecker auch einzeln zu kaufen. Da komme ich jetzt mal zu. Und zwar gibt es hier diese Einzelstecker zu erwerben. Da könnt ihr euch euer Kabel selber bauen. Ist mit Schraubanschlüssen, also ihr müsst mit Adernenthülsen arbeiten, ist hinten mit einer Zugentlastung. Es wird einfach zusammengeklickt und wenn man es wieder auseinander bekommen will, sind hier eben, könnt ihr die Laschen seitlich eindrücken mit dem Schraubendreher, dann kriegt ihr das wieder auf. Dann gibt es dazu Adapter. Die Adapter, dann nehmen wir jetzt mal zuerst diesen hier, die sind dafür gedacht, lange Reihen von Wechselrichtern zu bauen. Und zwar steckt ihr den Wechselrichter in so ein T-Stück ein, so. Und dann könnt ihr, zum Beispiel wenn ihr startet, an einer Seite erstmal eine Anschlusskappe drauf machen, wenn ihr nur zu einer Seite weitergehen wollt. So eine Abschlusskappe, dann ist das wasserdicht. Dann gibt es fertige Verlängerungskabel zu kaufen, die wiederum hier angeschlossen werden. Ja, die gehen nur in eine Richtung. So. Dann geht es zum nächsten T-Stück und immer so weiter. Und wenn ihr das natürlich wie immer alles selber bauen wollt, gibt es natürlich auch diese Stecker einzeln. Ich baue auch hier den mal auseinander. Und zwar ist das hier, sind diese Pins mit bei. Die erinnern ein bisschen an MC4, sind aber anders. Werden auch mit einer Krimpzange zusammengekrimpt. Auch hier seht ihr, da ist eine Doppellasche, nicht wie bei MC4 eine einfache Lasche. Die werden da einfach reingesteckt hier hinten. Die rasten dann ein, dann den Block einsetzen. Zugentlastung und Gummidichtung drauf, zuschrauben und mit dem Werkzeug, was ihr erwerben könnt, könnt ihr das dann wasserdicht machen. Da muss man halt auch so eine gewisse Kabeldurchmessergröße haben. Wenn ihr einfach nur eine Verlängerung braucht, dann könnt ihr, gibt es hier auch so ein Verlängerungsstück. Und ja, das ist eben gedacht, um große Anlagen zu bauen. Die W-Wechselrichter sind jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, große Anlagen zu bauen, weil ihr immer eine DTU habt und immer einen Wechselrichter. Es ist also einfacher, dann Geräte zu nehmen, die mit Zigbee dann weiterhin funken, die DTU Pro zu benutzen und dort dann alles einzubinden. Die Geräte laufen jetzt bei mir im Test. Die ersten Ergebnisse waren sehr gut. Das habe ich auch eigentlich nicht anders erwartet. Im Prinzip ist Heumals einer der Hersteller, die wirklich die höchste Qualität liefern, das kann man schon so sagen. Die sind jetzt ein bisschen teurer geworden als die alten Wechselrichter. Das liegt an mehreren Dingen. Zum einen sind die eben neu entwickelt, zum anderen ist eben auch andere Technik drin, WLAN-Modul mit integriert. Und die alten Wechselrichter werden eben derzeit sehr günstig abverkauft, weil die nicht mehr produziert werden. Also wir müssen uns da so ein bisschen an den Preis anheben, gewöhnen, aber ich finde das okay. Ich kann den genauen Preis im Moment nicht sagen, variiert ja auch von Händler zu Händler und zeitlich und so. Ich packe euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Ja, neue Serie von Heumals. Ich finde die ziemlich gut. Hat sich leider beim, ich sage immer, Onboarding-Prozess nicht viel geändert. Das heißt, ihr müsst es nach wie vor machen mit der DTU hinzufügen in der Anlage und dann WLAN. Ist eigentlich der einzige Unterschied, dass ihr da drauf kommt aufs Gerät. Aber ich habe mit Heumann schon gesprochen und ich weiß, da geht auch Weiterentwicklung. Also zukünftig soll das alles einfacher werden und natürlich auch mit den alten Geräten. Ihr müsst jetzt keine Angst da haben, dass ihr heute ein Gerät kauft und morgen gibt es dann wieder das nächste neue. Also bei Heumals gibt es da eine Langzeitpolitik, was die Geräte angeht. Ja, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr von Heumals haltet, was ihr von den neuen Geräten haltet, wie ihr das hier mit dem Zubehör findet. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr natürlich nach wie vor hier den Stecker einfach abmachen, einen Batteriestecker dran machen. Das sind ja nur drei Drähte, das ist jetzt nicht so kompliziert. Und wie immer, Daumen nach oben, liken, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Marc testet. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi!